Heute machen wir mal einen Langzeittest mit dieser Kristall-Alone-Batterie. Ich habe sie jetzt richtig schön aufgeladen, so dass sie, wenn sie stehen bleibt, ich muss dann nochmal schauen, wie viel Volt sie hat, aber ich schätze mal so 5 Volt ungefähr hat sie. So, daran haben wir jetzt angeschlossen unseren Joule-Teeth, diesmal ein PNP-Joule-Teeth. Mit einer ganz, ganz feinen Extrawicklung. 0,15er Draht mit so knapp 600 Windungen dürften es ungefähr sein. Und damit wollen wir jetzt mal versuchen, diese 36 Watt Leuchtstoffröhre mal zu betreiben. Und wir wollen die Zeit mal messen und wollen mal gucken, nach welcher Zeit unsere Alone-Kristallbatterie mit ihren 5 Volt in die Knie geht. Ich bin gespannt. So, lass mal schauen, ob wir es ordentlich anbekommen. Das ist nämlich immer so eine Sache hier. Mal geht's nicht. Jetzt zum Beispiel geht's gerade nicht, aber es piecht schon schön. Gut. Lass anders ausprobieren. So, nochmal probieren. Und jetzt nehmen wir mal hier den Widerstand etwas runter. Passiert immer noch nichts. Warum denn nicht? Ist irgendein Kabel kaputt? Irgendwas passt hier nicht. Ha, Wahnsinn, jetzt geht's. Fragt mich auch nicht, wie ich es gemacht habe. Ich weiß es fast selbst nicht. Am Anfang piecht es ganz toll. Ne? Und ja, dann... Ja, mal gucken, ob wir das nochmal so schön hell hinbekommen. Mal den einen Widerstand überbrücken. So, überbrück. Und es wird gleich noch ein bisschen heller. Schön, schön, schön. Ne? Ja, wenn man den Widerstand überbrückt am Joule-Teeth, zieht er natürlich auch mehr Strom und es wird ein bisschen heller. Ne? So, jetzt wollen wir aber erstmal die Leuchtstärke hier haben. Wir wollen ihn ein bisschen heller machen. Ne? So hier ungefähr. So ist eine schöne Helligkeit. Ne? Nehmen wir die Helligkeit. So, gut. Alles klar. So, und wollen jetzt mal gucken, wie lang unsere Batterie aushält. So, jetzt mal einen kleinen Zwischenstand. Das ist die Uhrzeit. Leuchten tut sie noch mit der wunderbaren selben Leuchtstärke wie am Anfang. No. Mit der Spannung sind wir jetzt bei 2,84 Volt runter. Ja, also jetzt nochmal so zum Überblick. Ja, wir versorgen jetzt diese Neon-Leuchtstoffröhre, die nicht mit voller Leuchtstärke leuchtet. Ne? Also Leute, das müsst ihr immer mit dazu sehen. Wenn man die richtig mit dem dafür vorgesehenen Vorschaltgerät betreiben würde, dann wäre die um einiges heller. Aber so als Notbeleuchtung kann man das doch schon mal lassen, oder? Also hier ausschalten. Geht schon halbwegs. Ist halt ziemlich schwer jetzt hier zu bestimmen, wie viel Strom hier fließt. Ne? Also für mich. Ihr könnt es ja zu Hause gern reproduzieren. Im Grunde eigentlich nur ein Joule-Teeth mit einer extra Wicklung drauf und ganz feinen Drähten, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja, aber das eigentlich. Mit 2,8 Volt betreiben wir jetzt diese Leuchtstofflampe, die Hochspannung benötigt. Ja, die Ampere, was das Ding hier eventuell ziehen dürfte, ne, wenn sie bei voller 36 Watt hat, könnt ihr euch ja mal ausrechnen, das stimmt definitiv garantiert überhaupt nicht, weil wir ja gepulsten Gleichstrom haben. Aber trotzdem, ist echt verblüffend, wie lang das Ding hält. Jetzt sind wir bei 2,81.
Es piecht auch schon, ne? Ganz am Anfang, wo die noch richtig schön voll war, hat es nicht gepiecht. Fängt jetzt langsam an. Ne? Je weiter hier die Spannung sinkt an der Batterie, desto lauter wird hier das Piechen. Aber im Endeffekt gar nicht mal so schlecht, finde ich. So hat man eigentlich immer gleich eine Anzeige, wann die Batterien leer sind, oder? Beobachten wir es mal noch, wie lange es noch dauert, bevor es komplett zusammenbricht. Leute, aber was hier auch ganz, ganz komisch ist, vielleicht müsste ich das doch mal alles erden. Ich habe jetzt hier an meinem Messgerät, ne, den Temperaturfühler angeschlossen. Habe hier auf Grad Celsius gedreht. Ne? Ihr seht, da ist er nämlich dran. Hier habe ich den Temperaturfühler rangemacht an dieses Gehäuse da. Ne? Und ich bin angeblich bei 999 Grad Celsius. Fast 1000 Grad soll der hier haben. Ich meine, der ist schon saumäßig warm. Ne? Der ist schon ganz schön, ja. Aber 1000 hat er nicht. Ich weiß auch nicht. Na, vielleicht hat das irgendwas mit diesem ganzen System hier zu tun. Weil wenn ich es abklemme, ändert sich das Geräusch vom Bedini. Hört ihr? Hier sind es auch nur 19 Grad. Gucken. Dann tue ich den mal hier vorne rein. Ne, hier sind es wieder viel mehr. Das ist echt komisch. Da kann man hier nicht mal. Da brauche ich so einen berührungslosen Temperatursensor. Dann könnte ich euch vielleicht sagen, wie warm der Kühler hier geworden ist. Naja, gut, okay. 18 Grad haben wir es hier drin, ist auch nicht gerade warm. Dann gehen wir wieder zurück auf Volt. So, bei 2,45 Volt sind wir jetzt. Und bei der Zeit. Mal gucken, wie lange sie noch mitmachen will. So, jetzt habe ich hier meinen Vorwiderstand auf, wo sind wir denn? Hier sind wir. Auf 200 Ohm begrenzt. Jetzt zieht er übelst viel Strom. Wir sind bei 1,82 Volt. Und trotzdem noch ein schönes Lichtchen. Es piecht natürlich, ne? Hey, halt, eigentlich müsste es ja gar nicht piechen. Moment. Jawohl, da gab es ja noch diesen tollen Trick mit diesem Magneten auf dem Joule-Tief. Mal gucken, ob es klappt. Okay, der Ton verändert sich. Jetzt habe ich hier irgendwie Scheiße gebaut. Ah, so ein Mist. Jetzt ist alles zusammengebrochen. Wie kriege ich es wieder hoch? Spannung fährt wieder hoch bei der Batterie. Aber hier will nichts angehen. Ich glaube, da muss ich den Magneten andersrum draufsetzen, oder? Schade. Jetzt kriege ich sie Nummer an. Mit dieser Voltzahl. Egal, was ich mache. Ja. Ah, gut. So einen kleinen Überblick habt ihr jetzt jedenfalls, ne? Jetzt hat sie schon wieder auf 2,2 Volt regeneriert. Und ihr habt bemerkt, dass die in den unteren Voltzahlen noch richtig Leistung hat die Batterie. Ja, ich würde sagen, mit dem Alaun-Zeugs und den Kristallbatterien kann man schon ein bisschen was anfangen, wa?